Hey Leute, und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot im vierten DLC mit Bardock. Und genau um Bardock geht's heute. Wie zum Piep levelt man den am schnellsten auf Level 200 zum Beispiel? Wie soll das am schnellsten gehen? Denn du willst natürlich easy Level 150 Freezer besiegen und so weiter und so weiter. Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir in den Kommentaren mitgeteilt wurden. Und das Ganze ist ein bisschen schwer aufzuteilen. Ich bin der Meinung, Dodoria ist besser. Es gibt aber auch Leute, die der Meinung sind, es ist besser, die Hauptstory nochmal zu spielen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Hoppla. Denn es hat auch natürlich was mit Zeit zu tun. Wie schnell bekomme ich Erfahrungspunkte? Okay? Also pro Minute so gesehen. Und das ist eine schwere Geschichte, wenn man die Hauptstory spielen will, denke ich. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgetestet. Also, am meisten Erfahrungspunkte bekommt man, wenn man die letzte Hauptstory nochmal durchspielt. Du musst aber, wie ihr seht hinter meiner Kamera, die Freezer-Armee besiegen, Dodoria besiegen und Freezer besiegen. Das sind drei Punkte und das dauert ziemlich lang. Und, wenn ich da jetzt reingehe, habe ich einen Ladebildschirm. Ich gehe jetzt rein. 1:13 circa. 1:13. Merke ich mir das, wann ich angefangen habe. Jetzt gehen wir rein. Okay? Also das ist schon mal ein Zeitpunkt der Ladebildschirm. Ich schreibe mal auf. 1 Minute. Das kannst du nicht merken, wahrscheinlich. Minute 13 Sekunden. In der Zeit, wie ihr seht, ist Ladebildschirm noch immer fertig. Es ist aber noch immer Ladebildschirm. Und das zählt alles dazu natürlich, Leute. Ne? Wir wollen so schnell wie möglich das machen. Das heißt, wir springen alle Zwischensequenzen. So soon as possible. Löschen die Gegner so schnell aus, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das sind alles nur Tontauben. Also es sind alle One-Hit. Es gibt nichts, was hier nicht One-Hit ist auf meinem Level. Okay? Also es ist auch klarer Fall. Ich bin Level 114 gerade. Und die Gegner sind Level 33. Natürlich sind die alle One-Hit. Und natürlich muss man auch da sagen. Was ist die schnellste Möglichkeit, die Gegner zu besiegen? Ist das so, was ich jetzt gerade mache? Einfach draufhauen? Könnte sein, könnte aber länger dauern. Ne? Oder ist es doch den Angriff, den ich gerade vorher benutzt habe? Weil ihr seht, ich muss erstmal hinfliegen. Und manchmal erwische ich ihn gar nicht. Ne? Aber es zieht sich. Ne? Ihr seht links oben, 150 besiegen, das kann schon mal dauern. Ne? Ich denke, dass es damit ein bisschen schneller geht, wenn ich die Charaktere auch erwische. Ja, ich denke, das geht schneller. Also mit dem zack, 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 zack. Ihr seht 47, 48, 49. Ah, oder doch ein bisschen langsamer. 54, 55. Ah. Ich weiß nicht, was die schnellere Methode ist. Auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Denkt ihr, es ist schneller, alle einzeln zu verhauen, wo man, wie gesagt, erstmal hinfliegen muss? Oder ist es sinnvoller, die Attacke einzusetzen, die ich genutzt habe? Oder ist es auch sinnvoller, die andere Attacke zu nutzen, die ich auch immer sehr gerne nehme? Die aber auch Zeit frisst, ne? Also ich denke, am schnellsten ist es mit dem Hinfliegen, oder? Weil alle One-Hits sind. Ja, ich glaube damit... bin ich am schnellsten, aber wie gesagt, vielleicht habt ihr da besser ein Auge darauf in den Kommentaren, was schneller geht. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Story im Vergleich länger dauert zum Erfahrungspunkte sammeln. Weil man eben diesen blöden Kampf hier hat. Wäre dieser Kampf nicht da... würde ich sagen, ja, vielleicht lohnt sich die Story doch mehr zu spielen, aber ich finde, der Kampf macht das Ganze ein bisschen langsam. So, ein Gegner noch. Schnell draufhauen, wo ist er? Ah, ist er weit weg. Wir schießen drauf. Und weg. So, erstes abgeschlossen. Wir kriegen, wie viele Erfahrungspunkte, weil wir so schnell waren. Und wir gleich dastehen. Ich will alles mitschreiben. EP, Zeit. 640.000 EP. 640k. Erster Kampf. Na, gut aufpassen. Ich kann jetzt nichts machen. Ich kann nichts überspringen und so weiter. Hier auch nur Schnellvorlauf machen. Muss ich jetzt erstmal kämpfen. Wie schnell besiege ich Dodoria? Natürlich fliegt er gleich um. Zack. Also wenn nur Dodoria wäre. Ne? Voll geil. Voll geil. Es geht so schnell. Aber das Problem ist, die ersten Kämpfer. Jetzt quatscht er mich noch voll dazu. Kommt er auch noch? Dauert. Ja, das zu reden, musst du nämlich mit einrechnen. Jetzt haben wir 1,5 Millionen bekommen. Ist natürlich geil, ne? Weil das wäre ja super. Wäre nur Dodoria und Freezer, würde ich sagen, was ein geiler Scheiß.
Aber jetzt muss ich wieder Zwischensequenzen überspringen. Jetzt muss ich Freezer bekämpfen, der eigentlich baby einfach ist. Na, jetzt treffe ich ihn leider gar nicht. Wenn er diesen blöden Angriff macht, kannst du ihn nicht treffen. Aber ja, Freezer ist easy down. Prinzipiell, ne? Ich sehe das Leben ja oben. Das geht runter wie Butter. Ist doch kein Problem. Aber das Problem ist, das Gerede. Die Zwischensequenzen. Ne? Das ist hart. Und das kommt ja nicht nur einmal. Ne? Vor allem, du kannst ihn auch nicht einfach so besiegen. Dass du sagst, ja, okay, wir reden ein bisschen. Jetzt seht ihr, dass das Leben oben festgefroren ist. Jetzt kann ich nur noch ausweichen. Jetzt kann ich nur chillen. Solange die reden, kann ich einfach nur chillen. Er macht mir auch nicht wirklich Schaden. Kriegt nur einen Schadenspunkt. Aber ich kann nichts machen. Ne? Komplett überlegen, kannst du nicht besiegen, kann mir drauf schießen, juckt ihn nichts, es juckt ihn einfach nicht. Solange die quatschen, kannst du den Kampf nicht beenden. Das hat mich schon ein bisschen getriggert im Hauptspiel von Kakarot. Mit der Zwischensequenz, es zählt halt alles in die Zeit rein, ne? Wir sind schon bei 5 Minuten jetzt hier im Kampf, 5 Minuten. Kann ihn immer noch nicht besiegen, wie ihr seht, jetzt kann ich ihn besiegen. Aber wir sind noch nicht fertig. Ja? Wir sind noch nicht fertig. Weil jetzt kommt der epische Kampf und so weiter. Deswegen denke ich, bin ich der Meinung, dass das alles zu lange dauert. Ja, es ist baby einfach. Ja, du kriegst einen Arsch voller Erfahrungspunkte. Aber ich denke, es dauert zu lang. Vor allem mit den Ladezeiten auf der PS4. Ja? Aber auch ohne Ladezeiten bin ich der Meinung, es dauert zu lang. Aber wie gesagt, heute testen wir das, heute erzähle ich es euch. Heute wird hier festgemacht, wie levelt man am schnellsten. Denn das nervt viele Leute, das Leveln in Kakarot. Das alles kann ich nicht überspringen, ne? Wenn ich jetzt überspringen drücke, komme ich ins Pausenmenü. Ne, geht nicht mal. Leute, kann ich gar nicht drücken. Muss man sich alles angucken. Und jedes Mal. Weiß ja nicht so recht. So, jetzt kriegen wir wie viele Erfahrungspunkte? 3,3 Millionen. Ohne irgendwelche Erfahrungs-Items. Überspringen, ja. Wir müssen alles überspringen. Überspringen, ja. Ich stelle vor, wir müssen es angucken jedes Mal. Überspringen, ja. So, wieder überspringen. Jetzt haben wir wieder einen Ladebildschirm gleich. Moment, gleich haben wir Ladebildschirm. So. Sind jetzt bei 8 Minuten. Also Minimum 7 Minuten dauert es dann gleich. Guck mal kurz, wann der Ladebildschirm fertig ist. Ja, noch immer nicht. Seht ihr, wie lange das allein schon dauert, auf der PlayStation 4 zu laden? Also ist nur das Beispiel, ne? Am PC geht es auch nicht so viel schneller. Ich bin sogar nett zum Spiel und werde sagen, also bei 1 Minute und 13 Sekunden haben wir gestartet. Jetzt sind wir bei 8 Minuten 22. Also wir sind nett und sagen, es waren jetzt 7 Minuten. Sagen wir, es waren 7 Minuten. Um das Ganze abzuschließen. Okay? 7 Minuten. Und wir haben insgesamt 5,3 Millionen Erfahrungspunkte bekommen. In 7 Minuten. 5,3 Millionen Erfahrungspunkte. 5,3 Mille. So, 5,3 Millionen Erfahrungspunkte. Und jetzt gehen wir zu Dodoria. Als Beispiel, ne? Den ich sehr gerne mache. Wo ich der Meinung bin, das ist der schnellste Weg. Aber wie gesagt, ich wollte es ein bisschen austesten mal, ein bisschen mit der Community rumprobieren, ne? Ja, auch selbst ein Bild machen und so weiter und so weiter. Auch bei Dodoria müssen wir uns nicht beachten, wie schnell sind wir. Ne? Und das hängt sogar von euch ab. Ihr könnt das Ganze beeinflussen, wie lange ihr braucht. Je schneller und je besser du bist, umso schneller bist du auch fertig. So, wir sind jetzt bei 8 Minuten 20, 9 Minuten 20. 9 Minuten 20. Und je schneller ich jetzt Dodoria besiege, umso schneller kriege ich meine Erfahrungspunkte. Jetzt zackt er wieder rein. Aber ihr seht es ja selber oben. Ich brauche gar nicht mit die Zeit gucken. Ihr seht ja die Zeit. Läuft ja da oben. Ist er fertig, Dodoria?
Hat oder? Wie gesagt, es hängt von eurem Skill ab, wie schnell ihr Dodoria besiegen könnt. Das ist alles eure Sache, wie schnell ihr seid. Und je öfter du den Kampf machst, umso schneller wirst du natürlich, ne? Je öfter du Dodoria besiegst, umso leichter lernst du seine Schwächen kennen. Wann greifst du ihn an? Wann weichst du lieber aus? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das oder so willst du natürlich schnell sein. Dem Angriff kannst du halt nichts entgegensetzen. So, wir haben ihn da drauf. Er macht jetzt eh keinen Schaden, wie gesagt. So, down. 1 Minute 25. 640.000. Ja, wir gucken. 640.000. Und haben circa jetzt 1 Minute 30 gebraucht. 1,5 Minuten also. Minuten haben wir gebraucht. Und haben es bekommen 600k. Abwarten. Das ist noch nicht fertig, ne? Denn wir haben auch nebenbei Weihwasser bekommen. Zweimal, normalerweise, einmal, also zwei Supreme Weihwasser und zwei Super Supreme Weihwasser. Gehen die Gegenstände rein und guck mal, wie viele Erfahrungspunkte uns das gibt. Supreme Weihwasser gibt uns 500.000 mal 2, das heißt 1 Million. Kriegen wir dazu 1 Mille mit diesen 2 dazu, ne? Die füttern wir jetzt mal. So. Und dann haben wir noch zweimal das Item, was uns 750.000 gibt. Also 1,5 Mille. Die Items bekommen wir von Dodoria dazu. Ja? Und damit bin ich fett der Meinung, dass das schneller ist. Also, wir haben jetzt 7 Minuten 5,3 Millionen oder 1,5 Minuten 2,1 Millionen. 2,1 Millionen. Ja, also bitte. Das ist in 3 Minuten. Haben wir also schon 4 Millionen. In 5 Minuten 50 haben wir also schon mehr, als wir in der Hauptstory bekommen haben. Das heißt, ja, rechnerisch gesehen ist Dodoria deutlich schneller. Ich habe nicht jedes Mal eine blöde Ladesequenz zwischendrin. Ich drück drauf, bin im Kampf. Bin fertig, drück drauf, bin im Kampf. Bin fertig, drück drauf im Kampf. Und wenn ich das 10-mal gemacht habe, dann gebe ich meinem Bardock erst das Weihwasser, um das alles nochmal zu verkürzen und bin verdammt schnell gelevelt. Also, Leute, macht Dodoria. Ob sich der Dodoria später noch lohnt, ist die andere Frage. Da bekommt man nämlich ultimatives Weihwasser. Ich weiß nicht, wie viel mehr Erfahrungspunkte es gibt. Vielleicht 1 Million. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich denke aber, dass wirklich auf Level 200 gefühlt, ey, du spielst einfach den Dodoria-Kampf die ganze Zeit, guckst auf dem anderen Bildschirm oder auf dem Fernseher nebenbei eine Netflix-Serie und fertig, Gönnung. Und so levelst du am schnellsten im DLC Bardock. Aber wenn du noch nicht Level 90 bist, was willst du dann machen? Natürlich vorher erstmal schön trainieren mit den kleinen Kämpfchen. Einfach die kleinen Kämpfchen hochspielen, bis du circa Level 90 bist und dann Dodoria durchfarmen. Punkt aus einfach. Ne? Mega einfach. Oh, du spielst die Story ein bisschen, bis du annähernd Level 90 bist und wechselst dann auf Dodoria. Aber wie gesagt, bei der Hauptstory das Problem ist halt, du hast die Ladezeiten. Und wie gesagt, 5,3 Millionen in 7 Minuten oder 2,1 Millionen in 1,5 Minuten ist schon ein großer, großer Unterschied, Leute. Aber ja, ich hoffe, ich kann helfen. Ich hoffe, ihr levelt jetzt schnell euren Bardock, um Freezer aufs Maul zu hauen und seid dann schon freudig erregt aufs nächste DLC von Kakarot. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier den Bosskampf Level 150 und so weiter machen werden. Gemeinsam hier auf meinem YouTube-Kanal. Die 3 Bosse werden wir dann legen im nächsten Video, wenn ich fertig gelevelt habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.